Wir hatten einen guten Sommer und vor allem hatten wir einen langen und guten warmen Sommer. Und jetzt haben wir Herbst und es fühlt sich an, als ob es eigentlich schon fast sogar Winter ist. Es ist schlagartig kälter geworden. Und deshalb muss man hier dringend aufpassen. Warum? Weil das für die Viren und Bakterien ein gefundenes Fressen ist. Was kann man machen, um für den Winter gut gewappnet zu sein? Beziehungsweise was kann man machen, wenn man schon merkt, dass man krank wird? Wahrscheinlich gehst du zur Apotheke und holst zwei Medikamente und bist noch viele weitere Tage krank. Oder du gehst zum Arzt und bekommst Antibiotikum. Ich zeige dir aber meinen Weg, wie ich innerhalb von 3 Tagen wieder auf den Beinen stehen kann. Servus Freunde, herzlich willkommen. Also, wenn man schon erkrankt ist oder man das Gefühl bekommt, krank zu werden, dann heißt es, dass die Viren und Bakterien schon angefangen haben, dich zu belagern und dein Immunsystem quasi einen Krieg verloren hat. Und was das bedeutet mit dem Krieg, erkläre ich dir gleich. Erstmal, das Immunsystem ist ein komplexes System, aber ich werde es euch wirklich ganz banane erklären, so dass jeder versteht. Unser Immunsystem ist in folgende 2 Kategorien unterteilt. Die angeborene unspezifische Immunabwehr und die erworbene spezifische Immunabwehr. Und dann ist das Ganze nochmal unterteilt in die zelluläre Ebene und in die humorale Ebene. Die zelluläre Ebene besteht aus Granulozyten, Monozyten, Makrophagen, dendritische Zellen, Mastzellen, natürliche Killerzellen und. Das ist quasi unser Immunsystem. Es hört sich natürlich komplex an und es ist auch natürlich zum Teil komplex. Kommen wir jetzt aber zu der Erklärung, was ich mit dem Krieg vorhin gemeint habe. Die ersten Bakterien bzw. Viren kommen und versuchen unser Immunsystem, unseren Körper zu belagern. Das ist vergleichsweise wie so eine Art Ladendiebstahl. Natürlich ist ein Ladendiebstahl jetzt nichts Gutes, aber es ist auch kein Weltuntergang. Dann kommt die Polizei, beziehungsweise der Staat ruft die Polizei oder halt der Ladenbesitzer ruft die Polizei und daraufhin werden dann die Viren halt festgenommen. Und damit wird erstmal der erste Stein zum Rollen gebracht und somit ein Krieg provoziert oder angezettelt, wie man halt sieht. Ne? Und die Viren lassen sich das Ganze jetzt nicht gefallen und quasi rufen nur eine weitere Horde von Viren und Bakterien. Die Viren kommen jetzt mit mehreren tausenden Leuten und fangen wirklich einen Krieg an. Das Immunsystem natürlich denkt sich, dass es es nicht gefallen lassen kann und versucht natürlich jetzt auch weitere Soldaten in den Krieg zu schicken. Warum? Weil wir halt nicht krank werden sollen. Das Immunsystem will ja uns schützen. Die Viren sind aber so stark, dass sie jetzt für Nachschub gesorgt haben und uns quasi überrannt haben und unsere Soldaten komplett getötet haben. Deshalb haben wir jetzt einen Krieg verloren, das heißt, wir sind krank geworden. In anderen Worten, unser Immunsystem ist geschwächt und muss wieder gestärkt werden. Das heißt, der Staat muss jetzt zusehen, dass er weitere Soldaten, Ressourcen, Munition und so weiter und Gewehre wieder in den Krieg schickt, damit wir versuchen oder beziehungsweise damit wir diesen Krieg wieder gewinnen und die Viren verjagen. Und was sind die Ressourcen dabei jetzt? Ja, also für unser Immunsystem? Vitamine. Wir müssen viele, viele Vitamine einnehmen. Präparate aus der Apotheke, welche die Symptome meist bekämpfen, haben vielleicht nur einen oberflächlichen Effekt und führt nicht langfristig zum Erfolg. Ich habe schon ein ausführliches Video über Glutamin gemacht, denn das ist unser allererstes Produkt. L-Glutamin ist ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil unseres Immunsystems. Es ist nämlich quasi der Hauptnährstoff für unsere weißen Blutkörperchen. Und das nehmen wir jetzt jede Stunde 10 Gramm ein. Jetzt kommt der Zeitpunkt, in dem du dich fragst, warum zum Henker soll ich 10 Gramm einnehmen und warum soll ich das auch komplett so oft einnehmen. Warum in so einem kurzen Zeitintervall? Die Sache ist ja, wir müssen viele Ressourcen in den Krieg schicken. Wenn wir jetzt das Ganze nur einmal am Tag machen, das ist genauso wie wenn du jetzt am einen Tag gegen 50.000 Viren nur 2.000 Soldaten schickst, die bekämpfen. Das bringt nichts. Du musst ständig nämlich nachliefern und es bringt dir auch nichts, wenn du nur 1.000 Soldaten schickst, sondern du musst viel mehr schicken. Deswegen 10 Gramm. 10 Gramm wäre quasi eine Tagesdosis, aber du musst halt das Ganze jede Stunde, du kannst auch alle 2 Stunden machen, halt quasi in den Krieg schicken. Das heißt, du musst jede 1 bis 2 Stunden dann 10 Gramm Glutamin einnehmen. Das ist auch quasi, kannst du mit Wasser vermengen und einfach runterschlucken. Die Sache ist, unser Körper schreit förmlich nach den Vitaminen und möchte immer wieder Nachschub haben. Das nächste, was ich einnehme, ist Vitamin C. Hätte man sich wahrscheinlich auch schon denken können, weil Vitamin C ist auch sehr wichtig für unser Immunsystem. Davon stündlich oder alle 2 Stunden 1 Gramm einnehmen und bitte keine Präparate einnehmen, wo eine Kapsel oder eine Tablette 1 Gramm sind.
das ist kein natürliches Vitamin C, sondern das ist synthetisch hergestelltes Vitamin C. Wir möchten aber Vitamin C aus natürlich gewonnenen Rohstoffen einnehmen, ja, zum Beispiel aus der Acerola-Kirsche. Und natürlich, falls man jetzt zu hoch dosiert bei Vitamin C, ist das auch nicht schlimm. Warum? Weil Vitamin C ist ein wasserlösliches Vitamin. Das heißt, wenn man zu viel einnimmt, wird es einfach über den Urin ausgeschieden. Also lieber nehme ich mehr ein als zu wenig und dann wird es am Ende halt ausgeschieden. Das nächste wäre 25 Milligramm Zink. 25 Milligramm wäre quasi so eine Tagesdosis. Aber wie schon eben erwähnt, jede 1 bis 2 Stunden, weil wir halt viel mehr Ressourcen in den Krieg schicken müssen. Und wenn ihr Zink einnimmt, immer dazu ein Happen etwas essen, weil wenn ihr Zink einnimmt, dann kann das auf leeren Magen auf jeden Fall Übelkeit verursachen. Und jetzt kommt ein absoluter Geheimtipp und ein Gamechanger zugleich. Das ist wirklich ein Geheimtipp und das kennt auch wirklich die wenigsten unter euch. Und zwar kollodiales Silber, also Silberwasser. Das ist wirklich sehr, sehr krass. Früher, beziehungsweise vor mehreren hunderten Jahren, wurde Wasser in so einer Art Silberkrügen aufbewahrt. Und weil Wasser halt sehr, sehr lange da drin war, hat das ganze Silber, die Partikel, dem Wasser abgegeben. Und dann hat man festgestellt, beziehungsweise entdeckt, dass dies sehr, sehr gesundheitsfördernd ist. Und über Silberwasser wird sowieso nochmal ein extra Video kommen, weil es sehr, sehr krass ist. Also, Silberwasser ist sehr, sehr gut gegen alles, was in Verbindung mit Viren, Bakterien und Pilzen dasteht. Man kann damit wirklich alles Mögliche behandeln. Ich nehme es wirklich sehr, sehr oft ein, vor allem, wenn ich krank bin. Und das Geile ist auch, dass es sehr, sehr schnell schon einen Effekt spürbar ist. Und auch bitte hier aufpassen und lieber das verlinkte Produkt dann bestellen, weil vor allem hat das verlinkte Produkt noch einen Plastikbecher. Ihr dürft da jetzt nicht quasi Silberwasser jetzt mit einem Löffel einnehmen, weil wenn ihr quasi das Silberwasser mit Aluminium oder Metall berührt, dann verliert es komplett die Wirkung. Deswegen muss man es immer mit Plastik einnehmen, beziehungsweise nicht mit metallischen Gegenständen und bitte nicht im Sonnenlicht lagern, weil wenn auch Sonnenlicht drauf kommt, dann wird es auch leider die Wirkung auch verlieren. Und ihr müsst auch aufpassen, auf Amazon gibt es auch einige Fake-Produkte und das, was ich verlinkt habe, ist vertrauenswürdig und das bestelle ich auch schon seit Jahren und das ist auch wirklich zum Glück ein gutes Produkt. Und das letzte ist Propolis, das ist auch sehr, sehr gut. Dazu auch nochmal irgendwann ein Video, davon auch alle 2 Stunden circa 20 Tropfen einnehmen. Das ist wirklich gegen auch so, so viele Sachen gut, wie zum Beispiel auch bei Allergien. Ich habe ja beim Allergienvideo auch das erwähnt gehabt. Oder zum Beispiel im Winter, wenn man krank ist. Oder einfach mal in Google eingeben, Propolis, dann könnt ihr dazu mehreres finden. Aber auch dazu ist schon ein Video geplant. Und wenn das Video dann irgendwann online geht, kannst du das Video auf jeden Fall hier in der Videobeschreibung auch dann finden. Ach so, ja genau, noch zu guter Letzt, habe ich schon vergessen gehabt, viel Wasser trinken. Warum? Um die Viren wegzuspülen, also die toten Viren wegzuspülen. Ihr müsst euch das Ganze so vorstellen, ihr habt eine Lagerhalle voll mit Öl zum Beispiel und wenn du jetzt nur ein Glas Wasser trinkst oder ein Eimer Wasser hast, dann kannst du das Ganze wegspülen. Deswegen viel trinken, um die ganzen toten Viren quasi wegzuspülen. Also, wenn du krank bist, das hier gesehen hast und bis zum Ende dran geblieben bist und es dir geholfen hat, dann gerne schreiben, würde mich gerne interessieren. Also, das war's, bis dann, ciao.